Hallo, heute rechnen wir die Basisqualifikationsprüfung NTG für die Industriemeister vom Frühjahr 2012 und zwar die Aufgabe 2. Bei der Aufgabe 2 handelt es sich um eine elektrische Aufgabe, wo zwei Heizwiderstände einen Wert von 150 Ohm haben. Beide werden an 230 Volt parallel geschaltet. Die Frage ist, welche Gesamtleistung hat die Schaltung? Auch hier machen wir uns zunächst erstmal wieder eine Skizze, bevor wir uns gegeben und gesucht herausschreiben. Die Prinzipskizze ermöglicht uns meistens schon von vornherein einen Berechnungsweg zu erahnen. Also, zwei Widerstände werden an 230 Volt parallel geschaltet. Parallel geschaltet heißt Widerstand 1, Widerstand 2, beide parallel. Und wenn man sie dann so zeichnen möchte, hat man also genau das Schaltbild vor sich, was man eigentlich zur Berechnung braucht. Jeder dieser Widerstände hat R und R. Wir wissen, dass hier eine Spannung von U gleich 230 Volt anliegen. Jeder Widerstand R sind 150 Ohm. Gesucht ist die Leistung P, die hier jetzt in dieser Parallelschaltung umgesetzt wird. Wir wissen, dass bei dieser Parallelschaltung ein Ersatzwiderstand gebastelt werden kann. Und dieser Ersatzwiderstand ist nichts anderes als